Glückwunsch zum Sieg. Denke, großer Schritt für euch in die Richtung, in die ihr in ein, zwei Wochen gehen wollt. Zum Spiel, ich denke, in den ersten 10 Minuten haben wir vielleicht doch ein bisschen, weil es gewollt war. Ich weiß es gar nicht genau, mehr Ballbesitz wie der KSC. Haben dann natürlich einen groben Ballverlust, den Poirier direkt ausnutzt, dann liegen wir im Rückstand. Im Lauf der ersten Halbzeit muss man sagen, Ballbesitz ist immer ganz schön, aber wenn man dann die Zielstrebigkeit nicht hat, dann sahen unsere Aktionen fast aus, wie wenn wir mal im letzten Drittel waren, wie beim Handball. Ja, hatten die Box selten besetzt und dann haben wir unglaublich viele Standardsituationen zugelassen, wo wir wissen, welche Qualität der Gegner da hat. Dann geraten wir fast mit dem Halbzeitpfiff 2-0 in Rückstand, dann ist so ein Spiel eigentlich weg, bei der Qualität, die der Gegner einfach auch hat, mit der Erfahrung. Dann haben wir ein, zwei Momente auch in Gleichzahl noch, wo man vielleicht den Anschlusstreffer machen kann. Einmal bei Timo Röttger, wo ich sagen muss, dann hätten wir sicherlich ein anderes Spiel bekommen. Und haben dann durch die gelb-rote Karte gegen Lorenz natürlich dann nochmal eine gewisse Dominanz bekommen in Form von Ballbesitz, aber auch in Form von Torchancen. Und da muss ich sagen, wenn man eins dann auf der Gegenseite anerkennen muss, ist dieses Eiskalte vorm Tor, weil wir dann in den Situationen sehr, sehr lange brauchen, oftmals nicht abschließen in vielversprechenden Situationen. Und dann haben wir eigentlich in den Situationen, wo Poirier dann nochmal am Pfosten scheitert, Glück, dass das dritte Tor nicht fällt, haben trotzdem alles versucht, kommen zum Anschluss. Leider zu spät für uns heute. Viertelstunde früher hätten wir vielleicht nochmal ein neues, anderes Fußballspiel gehabt, war leider nicht möglich. Wichtig ist für uns, dass wir jetzt die Köpfe hochnehmen. Wir haben 2 Spiele. Ja, die Saison ist nicht vorbei und unser Ziel ist auch noch möglich, ist erreichbar. Wir wollen 4 Mannschaften hinter uns lassen. Dafür ist natürlich wichtig, dass wir uns das ein oder andere von unserem Gegner heute abgucken, und direkt ins Spiel übertragen, was Abschlussqualität einfach dann auch bedeutet und ausmacht in Form von Punkten und Ergebnissen. Euch alles Gute in den letzten beiden Spielen. Ich denke, wie ich eingangs schon sage, war ein riesengroßer Schritt und war für uns ein Erlebnis, vor der Kulisse hier zu spielen, aber im nächsten Jahr werden wir es wahrscheinlich dann nicht mehr erleben. Vielen Dank. Das, was wir machen wollten, haben wir geschafft, das Spiel zu gewinnen. Ja, ist immer nicht einfach, gegen so einen Gegner, der defensiv sehr, sehr gut steht, die 4. beste Abwehr war. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt und ich denke auch aufgrund der ersten Halbzeit waren 2-0 Vorsprung ganz okay. Die 2. Halbzeit hat ein bisschen schlechter begonnen. Ja, wir haben dann viel zurückgespielt auf einmal, machen dann eigene Fehler, machen den Gegner ein bisschen stark. Und dann spielt diese gelb-rote Karte natürlich uns nicht in die Karten. Für mich eigentlich eine grausame gelb-rote Karte. Man sieht, wie der Rasen unten aussieht. Der Spieler Lorenz rutscht ein bisschen weg. Es war keine spielentscheidende Szene Richtung Tor. Es war kein grobes Foulspiel, gar nichts. Und er gibt hier eine gelb-rote Karte. Und es gibt dem Spiel wieder eine ganz andere Nummer. Deswegen fand ich die Entscheidung natürlich richtig schlecht für uns. Der Gegner ist dann ein bisschen besser gekommen und trotzdem hatten wir riesen Konterchancen. Und leider sind wir nicht so eiskalt vor dem Tor, weil sonst hätten wir vorher den Sack zugemacht und den müssen wir auch zumachen. Und das ist der einzige Kritikpunkt. Ansonsten haben wir uns gut gewehrt, dass dann mal so ein Gegentor fällt noch kurz vor Schluss. Da muss man noch ein bisschen zittern, weil man vorne einfach nicht das entscheidende dritte Tor gemacht hat. Letztendlich haben wir das Spiel für uns entschieden, haben 3 Punkte, haben jetzt noch 2 Spiele ausstehen, jetzt voll fokussiert in diese Woche, dann Richtung Münster. Dankeschön. Hallo, ganz Ruhe! Ganz Ruhe! Ganz